Mein Name ist Benjamin Kutschke, ich bin 30 Jahre alt und arbeite als Sporttherapeut im Klinikum Bad Bramstedt. Im Klinikum Bad Bramstedt haben wir ein sehr umfangreiches Therapieangebot von Einzelanwendungen, sowohl passiven als auch aktiven Maßnahmen in der Physiotherapie, der physikalischen Therapie, der Ergotherapie, aber auch ein sehr breit gefächertes Spektrum an aktiven Maßnahmen, an trainingstherapeutischen Maßnahmen, Gruppeninterventionen in der Halle, im Wasser oder auch draußen, zum Beispiel Nordic Walking oder Außengehtraining. Das Arbeiten im Klinikum Bad Bramstedt ist sehr angenehm, da auf jeden Fall genug Zeit für die Therapien sind. Wir haben einen 30-Minuten-Takt, was sowohl für Einzeltherapien als auch für Gruppeninterventionen sehr angenehm ist. Und wir haben einen sehr abwechslungsreichen Arbeitsalltag, da nicht nur die Patienten, sondern auch wir stets an unterschiedlichen Stellen aktiv sind und verschiedenste Anwendungen betreuen. Ich bin Bogumila Samordag, bin Ergotherapeutin und ich arbeite im Bereich der Neurologie. Die fallspezifische Teambesprechung finden wöchentlich statt. Es werden alle Therapeuten eingeplant, die mit den Patienten arbeiten, von den Ärzten über die Pflege bis zur Neuropsychologie sind alle daran beteiligt. Wir treffen uns und besprechen die Reha-Ziele für die Patienten für die kommende Woche. Der Wissenstransfer von der externen Fortbildung ins Team erfolgt anhand von Workshops bzw. Patientenbeispiele. Die Kollegen, die eine externe Fortbildung gemacht haben, haben die Möglichkeit, das Wissen an uns und an die Kollegen weiterzugeben. Ich bin Merle Lütt, bin 24 Jahre alt und arbeite seit 2 Jahren hier im Klinikum als Physiotherapeutin. Das Feedback in der Reha von den Patienten ist immer sehr positiv. Da sind sie immer sehr glücklich, weil immer viel stattfindet. Von Wassertherapie zur Gruppengymnastik, zum Nordic Walking bis hin zur Einzeltherapie und Wärmetherapie. Besonders schöne Situationen in meinem Arbeitsalltag habe ich nicht nur mit den Patienten, sondern auch mit meinem tollen Team. Da sind wir in verschiedene Häuser eingeteilt und dementsprechend auch teamzugehörig. Mein Name ist Juliane Bornhold, ich bin 39 Jahre und arbeite als Masseurin und medizinische Bademeisterin hier im Haus. Ich bin jetzt 21 Jahre hier im Haus und stehe jeden Morgen gerne auf, weil ich gerne zur Arbeit gehe, weil wir ein super tolles Team hier sind. Wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Wenn einer mal einen schlechten Tag hat, hilft der andere dem aus. Weiterbilden tun wir uns jedes Jahr. Wir haben dieses Jahr im Januar einen Schröpflehrgang gemacht, der ging über das ganze Wochenende. Dieses Wissen haben wir an die Patienten jetzt weitergegeben, haben schon viele Patienten positiv behandelt. Das Klinikum Bad Bramstedt ist besonders, weil es ein Kompakthaus ist. Es beinhaltet den Krankenhausbereich, dort werden die Patienten operiert, kommen dann zu uns in die Reha, werden dort wieder fit und gesund gemacht. Und dieses fachübergreifende Wissen ist hier im Haus sehr gut. Wir können mit den Ärzten sprechen, können mit den Therapeuten sprechen, mit den Schwestern, damit der Patient optimal behandelt wird.